Oh Gott, Alter, die reden halt wirklich. Hä? Das ist nichts für Kinder. Das schon. History of Yunnan. Nee, ich wohne hier schon länger, meine Dame. Danke. Ich habe so unfassbar Bauchweh. Ich glaube, ich krieg gleich richtig reißenden Durchfall. Oh je, Mini. Da ist er doch. Da steht er. Der Hudley. Cloud, die Nachforschungen über die Region um Junon sind hiermit abgeschlossen. Okay. Mein Verständnis über die Region, ich gehe nur kurz kacken. Ganz ehrlich, ich glaube, das Zeug ist richtig schlecht. Die heutige Jugend verträgt ja nichts mehr. Damals haben wir uns noch mehrere Töpfe hintereinander reingezogen. Ich habe auch ein paar von diesen Kämpfen hier tatsächlich gemacht. Wie ihr seht, sind da grüne Haken, weil... steht da jetzt nicht mehr, gell? Weil da, hier, man kriegt Materia bei Preise. Und, die wollte ich haben. Die fehlen mir noch, aber die sind neu. Die hatte ich vorher noch nicht. Gewitter brauche ich nicht. Habe ich ja schon mehrmals. Also, das ist, glaube ich, auch sogar eine Trophäe. Aber wir wollen gegen Phoenix. Final Fantasy 16. Kann sich jemand erinnern? Hallo, Nicole. Das Spiel heißt Final Fantasy 7 Rebirth. Wie geht's dir, Nicole? Du bist selten da. Pass auf, ich nehme die Aerith mit und den Barret, weil der fliegt. Allelulala! Wie geht's deinem Wander, bra? Nein, ist kein Horror-Game. Ist so ähnlich wie Horizon, bloß anders. Flamme des Lebens macht weh. Aua, aua. What the fuck? Mutangriff! Mutangriff! Bam, 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 bam! Fertigkeiten? Schockschuss! Auf ihn hier! Den Bomber! Bam, 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 bam! Ah, Aerith! Oh, Aerith, oh, Aerith! Du machst jetzt mal den heiligen Kreis. Dann machst du bam, 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 bam. So. Claudette! Attacke! Schockanfällig. Nochmal! Schock! Barretto! Stoß! Und jetzt kommt... maximale Wut! Ratatatatatatam! Intim will sie werden, hat sie gesagt! Mach dann! Oh oh! Oh oh! Was geht bei euch? Alelu, Nicole, hallo René! Dir geht's besser? Ging's dir denn schlecht? Erzähl mal, was war los? Aua, das hört der Beat! Pass auf, aber der kann Chakra. Greif doch nicht. Mach jetzt, komm! Zieh dich zurück, ich zähl auf dich. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Wechsel! Zieh dich zu überstürzen. Hier, komm, Barret! Das tut weh!
Deutschland! Oh. Schon kaputt. Es geht, ich habe jetzt 3 Wochen durchgearbeitet. Boah, das, dein Hals war entzündet. Oh, dann ist... Das ist unangenehm. Warst du, hast du Grippe gehabt oder was war los? Einfach so. 3 Wochen durcharbeiten. Heul nicht, Alter, heul nicht. Ich arbeite hier fast jeden Abend, wie du siehst. Was für ein atemberaubender Sieg gegen Phönix. Seine Kontrolle über das lodernde Feuer hat mich wirklich beeindruckt. Das ist mir doch egal. Sterblichen Begleiter wie Eben, man weiß nie, was auf einer Reise alles passiert. So, jetzt pass mal auf, weil den Phönix rüste ich jetzt aus. Weil er hat hier immer nur diesen blöden Schokomockel und den möchte ich nicht. So. Du kriegst jetzt den Schokomockel. So. Jetzt hat jeder ein Viech. Fett, oder? Fett. Was arbeitest du nochmal, Alelu? René, wie geht's dir? Ist René noch da? Wahrscheinlich nicht. Kann. Sei also vorsichtig. Dass Alex nicht arbeitet, das weiß ich ja, deswegen frage ich den erst gar nicht. Macher, sammel halt. Gut. Gastro. Oh, warum? Na gut, Gastro braucht viele Mitarbeiter, aber warum? Warum? Gastro ist so anstrengend. Bist du da Kellner oder... Ah, du bist Köchin, oder? Hast du das nicht mal gesagt? Issi, pissi, zocki, schöner Abend. Quasi, basi. Hübscher Hasi. Oh, zocki war lieb. Das reicht aber jetzt für heute. So, wir machen diese eine Mission, meine lieben Freunde, müssen wir machen. Und dann dürft ihr endlich wieder der Story lauschen. Ja. Selbst dieses blöde Ford Condor-Gedönsel da, dieses komische, blöde Minispiel habe ich schon gemacht. Ich habe das alles gemacht. Mein Leben widme ich euch. Ist euch das aufgefallen? Euch ist das gar nicht klar, dass ich sogar in meiner Freizeit diese Kacke hier mache, die Nebenmissionen, nur um euch dann ein besseres Gameplay zu ermöglichen. Nee, das kann nicht sein. Mandelentzündung ohne Mandeln, das ergibt keinen Sinn. Das war wahrscheinlich einfach nur eine Gastrozystitis oder wie das heißt. Das tun wir regelmäßig. Das wird hier, glaube ich, nicht gewertschätzt, wie viel Zeit ich für euch da rein investiere. Kräftig ist. Sie ist wirklich ein Prachtexemplar, aber leider unausstehlich, wenn sie. Habe ich den Cedric schon begrüßt? Hallo Cedrico. Dass sie keine Menschen anfällt. Immer auf Nummer Condor gehen. Das ist mein DAV-Mitgliedsausweis. Geil, oder? Ich bin im Alpenverein. Das heißt, ich darf auf den Alpen darf ich mit Vereinen rumlaufen. Sie sich nicht mehr zeigen. Wir sollten zurück. Nee, ich zocke mittlerweile nicht nur aus Spaß. Ich zwinge mich zum Zocken in meiner Freizeit, damit ich für euch Sachen hintenrum noch erledigen kann, die ihr dann nicht zugucken müsst. Also es ist Arbeit mittlerweile, aber Arbeit, für die ich nicht mal 1 Euro Stundenlohn habe. Muss mir überlegen, selbst ein 1 Euro Jobber verdient mehr als ich. Das ist echt schlimm. Oh, das Angebot kann ich. Meine einzige Hoffnung ist, was? Spiel mal BMG Drive. Was soll das sein? Kenn ich nicht. Klingt nach einem Handyspiel. Danke. Das ist lieb von mir, das gell? Ist großartig. Ja, ja. Seht ihr den Wald? Ich finde, dort ihr solltet anfangen, Kreditkarten zu klauen und dann das Geld mir zu überweisen. Ja, da geht's um Fahren, oder? Das ist ein Rennspiel, oder? Der Traum vom freien Himmel. Bubele! Nicht in der Tüte gubbeln. Gubbel, gubbel! Autozerstörung, das klingt seltsam. Was? Autozerstörung? Also ist es sowas wie Stockcar? Ich komme da schon runter. Gut. Ja, das ist ja wohl auch das Mindeste, dass ihr die Zeit genießt, die ich hier dann investiere. Das wäre ja auch komisch. Ihr werdet ja hoffentlich... Hallo, danke, dass ich schön bin. Also ich hoffe, dass ihr nicht hier seid, weil ihr mich hässlich oder ungeil findet, sondern ich gehe davon aus, dass ihr alle ein Stückchen in mich verliebt seid. Anders bin Bedienung.
Oh Gott, das ist auch noch das Blödste, was man im Gastro machen kann. Frag mal die Jule. Allelu, die ist auch Bedienung am Wochenende. Das ist das Dümmste, was man in der Gastro machen kann. Also, ich weiß, man ist mal drauf angewiesen und so, aber das ist einfach der blödste Bereich in der gesamten Gastro, oder nicht? Also, ich meine, selbst Köche haben doch noch ein chilligeres Leben. Na gut, aber wenn man Titten hat, kriegt man wenigstens Geld zum Trinken. Ich glaube, dass der Alex schon wieder betrunken ist. Hä, wo ist denn das? Ui, was ist das? Ui, Waschbären in Blau. Oh, Blaubeeren. Hä, wo ist denn das? Jagdrevier, ja? Und jetzt? Aufs Maul? Ah, hier. Eine Kuh. Oh nein, ich muss jetzt die Kuh opfern, oder? Nähere dich der Kuh vorsichtig. Kellner ist assi, gell? Das dachte ich mir schon. Aber ich würde euch übelst Trinkgeld geben. Für ein bisschen Ausschnitt und vielleicht nochmal in der Kammer hinten drin ein bisschen Spaß. Das frisst ein Kondor also. Vielleicht können wir die Fährte ja aufnehmen. Du hast mit den Gästen getrunken, das ist aber doch genau das, was wir nicht machen sollen, oder? Ist Saufen mit den Gästen nicht schlecht fürs Geschäft? Bestimmt schlimm, wenn man dann als Kellnerin irgendwo an dem Ort aufwacht, in dem man sich nicht erinnert, wie man da hingekommen ist. Stelle ich mir sehr unbequem vor. Das ist das Trinkgeld auch nicht wert, Jule. Jule, du sollst nicht saufen in der Arbeit. Das darf ich auch nicht. Ich finde das jetzt gerade echt ein bisschen unfair. Ich weiß, euer Job ist stressig, das ist aber kein Grund zu saufen. Quick, quick! Schwertsturm! Bum, bam, bum, bam! Hallo Kumu! Da ist er! Oh, der Fettsack! Oh, Kondor! Nein, die Kuh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hat die fette Euter, Alter! Geil, da will ich dran saugen. Ich weiß immer noch nicht, was Autozerstörung ist, Nicole. Sollen wir einen Schokobo drauf ansetzen? Hallo, wir müssen die Kuh retten! Hallo! Bauern sind wichtig! Hallo? Doch, trinkst du, das weiß ich. Man merkt es jetzt, wie du deinen Kater noch auskurierst. Ah, Dirndl. Dafür ist ein Dirndl erfunden worden, dass wir Männer was zum Gucken haben. Das ist halt, weißt du, wir in Bayern sind halt so drauf, wir sagen, komm, wenn Frauen schon Titten haben, dann erfinden wir ein Kleidungsstück, das genau das hervorhebt. Ja, finde ich super. In anderen Gebieten erfinden sie Klamotten, wo sich Frauen verstecken. Dahinter. Wir erfinden Klamotten, damit wir alle sehen können, was gut ist an der Frau. Darunter. Okay, sag mir das doch gleich, dass ich darunter muss. Auto plus Wand ist gleich Zerstörung. Ach, ist das nur so ein Minigame oder was? So Crash-Test. Crash-Test-mäßig. Hörst du das? Das ist gefährlich. Ganz. Ganz. Na dann rein. Bin doch drin. Wir müssen jetzt gleich gegen einen kondorianischen Typen. Hier! Lass die Kuh in Ruhe! I kill you, bitch! Nein, die. Oh, du Hurensohn! Ich zähle auf dich, bis dran. Roger, ich übernehme. Ich glaube, er hat Analyse, oder? Analyse der Diagramme. Was ist mit dem so? Aero! Wer kann Aero? Und wer kann denn Aero? Du kannst. Oh, du kannst sogar Aero. Ich
Schau mal, das kann er auch. Nichts überstürzt. Rar hat er gemacht. Rar. Hau ihn halt mal! Und jetzt, Fertigkeiten, Sternenstaubstrahl! Barretto, Ratatatam! Claudette, Mutangriff! Verzieh dich! Wer soll sich verziehen, Mann? Achtung, Fertigkeit. Na! Ich hab mich verdrückt! Maximale Wut. Cloud. Mutangriff. Rat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 am. Rat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 
Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo hier noch ein Kartenspiel sein soll. Ah, vielleicht hier. Tatsächlich, hier ist noch... Oh, shit. Oh, Leute, jetzt wird's blöd für euch. Muss ich doch noch ein Kartenspiel machen. Eine neue Season, ja, habe ich auch was gehört, dass da was gekommen ist. Ende März oder Mitte März, habe ich gehört, soll was kommen. Paddy weiß sowas, Paddy spielt es. Oder die Jule spielt es auch. Und mit der Jule darf ich nicht Fortnite spielen, weil da rege ich mich immer auf. Wieso buggt der Charakter? Was ist los mit dem Charakter? Überlebt ihr das, wenn ich jetzt ein Kartenspiel noch schnell mache, damit das Gebiet hier vollständig ist? Oder ist das zu viel für eure Nerven? Klar können wir spielen. Ich hab doch gesagt, ihr sollt an Scholles Seite bleiben. Sag das deinem Hund, der ist einfach abgehauen. Ich habe aber Angst, mit dir zu spielen. Du bist Level 138 oder so. Das ist voll streberhaft. Ging es meinem Sohn gut? Ja. Ich überlege immer noch, ob ich Pokémon Gelb Randomizer spielen soll. Ich habe so viele Ideen. Es gibt Lenkraketen da drin. Aber es gab doch 1942 überhaupt keine Lenkraketen. Wovon redest du? Ah nein, 2042. Danke für eure Hilfe. Das ist ja Zukunft, sorry. Ah stimmt, das ist ja neue Season. Wie schlecht du bist, Level 8. Peinlich, Jule, peinlich. Würde ich mal drüber nachdenken, wo der Fokus in deinem Leben liegt. Also echt, geht gar nicht, nur Level 8. Ist ja fast so schlecht wie ich. Du hast wahrlich den besten Ort für ein Foto in dieser Region gefunden. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich kann mit so Zukunftskrieg-Gedönsel auch nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Bin halt einfach so Erster, Zweiter Weltkrieg einfach. Damit bin ich aufgewachsen, dass man einfach die Russen vernichtet hat. Ich freue mich auf weitere. Ich bin Jule immer gern. Kommt ein Kamerabug bei dem Heli. Okay, ich kenne dich. Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest, aber ich glaube zu verstehen, was du meinst. Du meinst den Einschlag vom Heli dann, oder was? Unter Junon Anhöhe. Das, irgendwo muss ich hier hoch. Na, dann kann's ja losgehen. Ja, wie bei der Paddy, immer Herzen kommen, ihr Arschkriecher. Weißt du? Nur weil die Mod ist, seid ihr nett zu ihr. Bei mir kommen immer keine Herzen, wenn ich begrüßt werde. Hey, du da. Ihr seid einfach Frauen. Ja, komm. Ihr seid diese... Also das eine Spiel mache ich jetzt. Sorry, das habe ich echt vergessen. Ich dachte, ich hätte alle erledigt. Aber ich habe sogar den Master hier drin schon besiegt. Ach, du meinst Sons of the Forest? Weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich je... Also, ich hatte es nicht geplant, ehrlich gesagt. Das ist wieder so ein 80 Stunden lang nur vor sich hin craften Game. Da bin ich immer sehr vorsichtig bei sowas. Stimmt, du bist auch Mod, du musst mich lieb haben. Die Jule auch, die ist auch Mod. Mods müssen mich einfach lieb haben. Den hätte ich auswechseln sollen, das war dumm, dass ich den drin behalten habe. Hit me, Barbie, one more time. Attackieren, attackieren. Du hast dich von Anfang an lieb. Shit, ich würde auch mit dir schlafen. Der hatte einfach einen Zehner drin liegen, der Sack.
habe einen Plan, der eventuell funktioniert. Doch nicht. Das war's, ich hab gewonnen. Sieg für mich! Wie shit, auf der Alm ist nicht gegangen. Hä? Ging der Sound nicht, oder was? Warum nicht? Kann mal einer nochmal... Hä, ich weiß nicht, was, da tut sich nichts, die schaut nur. Wer schaut? Kann mal einer einen Sound... Shit auf der Alm! Hallo Angie! Doch, das geht. Kasi, in deinem Kopf sind Sachen kaputt. So, pass auf. Nein. Überleg's dir, wir warten. Ich komm nie wieder, ihr Fickkinder. Oh mein Gott, ich liebe Pimmel! Hä, wieso? Warte, stopp. Muss ich der beide... Ah, ich muss gegen beide gewinnen. Sorry, wir müssen nochmal... Für die Niederlage meines... Na klar, muss ich gegen beide. Gebrüder Kart. Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fertigkeiten. Aber 5 Points. Warte, den habe ich gesagt, den könnte ich auch mal rausnehmen. Und dann kann ich dafür... ...den da reinnehmen, zum Beispiel. Bleistift! Und Attackion! Wer ist riesig? Ich habe einen riesigen, ja. Hä? Ach, du hast jetzt einen... Aber du hast ein Ding, ein Bild von einer Spinne auf DC gepostet. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Oha, voll die Spinne. Ah, ihr seid einfach die lolligste Community, die es gibt. Oha, voll die Spinne. Oha. Ich kann jetzt noch nicht nachschauen. Ich muss hier erst Dinge tun. Der zerstört immer seine eigenen Karten. Ach so, ein Sack. Jetzt kann er mir wieder was wegnehmen, der Arsch. Das ist es, weil ich immer mit dem Zug anfangen muss. Das ist voll gemein. Oh, er hat es gar nicht getan. Aber jetzt habe ich mir gedacht, dass er das macht. Ist aber nicht so schlimm, weil hier kommt jetzt der Typ mit der 6 rein. Jetzt nimmt er mir das in der Mitte da weg. Nein, doch nicht. Oh. Das ist vielleicht sogar praktisch für mich. Ey, was ein Wichser. Nimmt er mir das da oben weg? Thank you.
Ich hoffe, ich habe jetzt trotzdem gewonnen. Ja. Ich habe in Insta noch nicht reingeschaut. Ich war jetzt das Wochenende ziemlich beschäftigt, aber ich habe es nicht vergessen. Ich habe einfach nur wirklich nicht reingeschaut. Ich war noch nicht aktiv. Ja, ich bin unbesiegbar. Na, bin gerade einen Rang aufgestiegen. Darf ich später nicht vergessen. Ich muss auf Instagram gucken. Das habe ich jetzt am Wochenende, weil ich die ganze Zeit mit meinem Nachbarn Filme geguckt habe und so, habe ich das voll vergessen. So. Jetzt aber! Da wollen wir hin. Bin ja dann eh schon richtig hier. Der Chocobo kommt jede Lieferung in 0, nichts an. Ein Jahr? Ich weiß nicht, wer ist denn als erstes ein Jahr dabei? Die Paddy, oder? Müsste ja schon rum sein. Das Einjährige. Also mein ein Jahr Affiliate ist schon rum. Das war im Januar. Oh, da seid ihr ja! Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helfe euch. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Paddy, du bist so eine einjährige Nutte. Hast einfach mit allen dein Einjähriges und keinen lässt du ran. 10 Monate erst. Siehst du, du bist noch weit davon entfernt, Alex. Wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? 10 Monate bist du schon arbeitslos, Alex. Hochspannung steht da. Wer versucht, da rauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr... Ach, richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Piepen. Hab's eilig. Sorry. Oh. Ja, Mann. Cloud hat keinen Bock es auf Geschichten. Tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Nein, tu mir nicht. Alles in Ruhe erzählen. Ich hab das ganze Gebiet fertig. Ich komme hier nie wieder her. Versprochen? Leere Versprechungen. Oh Gott, die schwört auch noch. Kennst du nicht? So, so, so geht das. Was? Ah, verstehe. Merkt euch das, das ist der Ghetto-Gruß. War mal da. Corona-mäßig so. Corona. Und wie geht's weiter? Tablet fast leer. Schnell, steck's an den Strom. Schnell, Nicole. Du darfst mich nicht verlassen. Mit einem Riesensprung? Du bist die einzig Aktive in TikTok. Geh nicht weg. Der Georgius. Danke auch schon dir. Über ein Jahr dabei und davon aber aktiv. Ist um 22 Uhr. Oh, jetzt hat sie Sex. Okay. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Wetten, ihr Freund ist da und jetzt gibt's Sex und sie plant jetzt so 56 Minuten ein. Davon sind wahrscheinlich 20 Minuten putzen im Nachgang. Mich würde mal interessieren, ob es einen Befehl gibt, den man einstellen kann, um anzuzeigen, wie lange man insgesamt von seiner Zeit, die man jemanden folgt, auch ein Abo hatte. Du gehst duschen, ist für mich dasselbe, Alelu. Was mein Kopfkino angeht, ist das dasselbe. Gehst du eine Stunde duschen, was ist denn mit dir los? Wenn das mal nicht verdächtig lang ist, dann weiß ich aber auch nicht. Was passiert jetzt? Ich habe doch gesagt, machen.